Ich war vor einigen Tagen in Bayern und bin schockverliebt zurückgekommen. In wen ich mich verliebt habe und was der Grund dafür ist, das verrate ich euch wie immer in 6 Sekunden. Ja, hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung an einem Supermarkt Samstag. Der Tag der Woche, der reserviert ist für Biere, die aus einem Supermarktregal auf diesem Planeten entsprungen sind. Und heute gibt es ein Bier, das quasi seinen Siegeszug durch die Supermarktregale vor gar nicht allzu langer Zeit erst angetreten hat. Und ich habe es auch hier schon auf dem Kanal gehabt, aber nicht in der heutigen Form. Denn ich war vor einigen Tagen in Bayern und habe mir in München das NFL-Spiel der Buccaneers gegen die Seahawks angeschaut. Und man muss sich da ja so ein bisschen strategisch positionieren. Wo übernachtet man, wie fährt man dann zum Stadion? Und da war natürlich für mich klar, ich übernachte in Freising und da ist ja die Staatsbrauerei Weinstephan zu Hause. Und was ich da gesehen habe, da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist mein Herz aufgegangen, denn es gibt das Helle mittlerweile in der kleinen Flasche. Und zwar in der kleinen Euroflasche. Und ganz ehrlich, es gibt kaum eine Flasche in der Bierwelt, die mich so schnell an ein Bier heranführt, wie die kleine Euroflasche. Ist eine süße Flasche, tolle Flaschenform. Ein quasi Jausenbier, was man sich dann einfach mal zwischendurch genehmigen kann. Und das Helle, klassisch, gab es in der 0,5er Flasche, aber jetzt hat man ein Einsehen gehabt mit Leuten wie mir, die dann manchmal auch gerne ein kleines Bier zwischendurch trinken möchten. Und das Weinstephaner Helle ist dann auch in der kleinen Euroflasche zu haben. Und wie gesagt, ist meine Lieblingsflaschenform. Und deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich das mal mit und zeige es euch nochmal hier auf dem Kanal. Blicken hier oben auf das Kronkorkenverschlussetikett mit dem unzweifelhaften Schriftzug Helles. Wir wissen also, was drin ist. Das Bier selber hat 4,8 Volumenprozent Alkohol, 16 Bittereinheiten und ist natürlich mit Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und auch ein bisschen Hefe gemacht, aber die steht hier hinten nicht auf dem Etikett drauf, ist ja auch nachher raus. Dann würde ich sagen, lass es uns angehen. Ah, und es gibt ja, glaube ich, kaum einen Bierstil, der in den letzten 2 Jahren einen derartigen Siegeszug überall in Europa und glaube ich fast sogar auf der ganzen Welt gemacht hat, wie das klassische Lagerbier, ein klassisches Helles, kann man in fast allen Brauereien, selbst wenn die wildesten IPAs machen, haben. Und Weinstephan steht da natürlich in nichts nach. Es gibt das Originalhelle, ganz andere Liga, aber das normale Helle hier mit einer tollen, ja, klaren, goldenen Farbe, einem schönen weißen 2 Fingerbreiten Schaum obendrauf, der leidlich am Glas hängt. Wenig Kohlensäure drin zu sehen, ein bisschen feine Blasen, aber ja, und das ist das in Wahrheit, was wir von einem hellen so Jausenbier, ich nenne es jetzt einfach mal Jausenbier, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, den es schon mal gegeben hat, aber was man einfach mal so zwischendurch gegen den Durst in der Sonne und einfach mit wenig Nachdenken und viel Freude trinken kann. Schöne, grasige, florale Noten. Richtig schön frisch in der Nase. In diesem Sinne, seid zum Wohl. Cheers. Es geht genauso frisch los. Schöne, florale Noten wieder. Insgesamt, und das ist gleich so der erste Eindruck, es ist relativ trocken. Vergleichsweise für ein helles. Jetzt nicht kein ganz so trockenes Bier, aber es ist schon vergleichsweise trocken. Schöne strohige Noten, so ein bisschen weißbrotiges Malz dabei. Angenehme Würze auch so im Hintergrund. Nicht zu intensiv, aber dann doch da. Leichte Zitrone auch. Und dann eben das, was ja viele dann auch suchen. So ein bisschen grasiger Hopfen. Und eine schöne, milde, nicht zu intensive und nicht zu vordergründige Bittere. Und das macht dieses Bier halt eben einfach zu einem wahnsinnig guten Durstlöscher. Und deshalb hat man sich auch wahrscheinlich in Weinstephan damals entschlossen, zu dem originalen Hellen, was meiner Meinung nach einfach eine ganz andere Liga nochmal ist. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, wenn ihr das euch anschauen wollt. Sucht mal danach Original Helles. Aber das hier ist eben so das, was in den Biergarten gehört, was in die Sonne gehört, was auf die Straße gehört, was man einfach so richtig schön nebenbei wegzischen kann. Hat einen schönen, schlanken bis mittleren Körper, eine schöne, lebhafte Kohlensäure, hat man gar nicht so gesehen im Glas.
Und eine angenehm glatte Textur, super süffiges Bier, wir brauchen nicht drüber zu reden. Und hinten im Nachtrunk, es hat eine tolle Balance. Die Bittere kommt nie nach vorne. Auch, sagen wir so, das leicht malzig, weißbrotige, minimal getreidige, auch das spielt sich nicht so nach vorne. Es ist einfach ein super easy Bier, das dann auch, sagen wir, im Nachtrunk eher relativ kurz gehalten ist und richtig gut trinkbar ist. Und ja, wie gesagt, es ist jetzt kein Bier, das die Welt einreißt, das die Bierwelt neu erfinden will, aber als Durstlöscher und vor allen Dingen jetzt in der Euroflasche, in der kleinen, das macht dann einfach richtig viel Spaß. Und deshalb gibt es für, und jetzt muss ich die Hände wechseln, für das Weinstephaner Helle, ob in der großen oder in der kleinen Flasche von Probiertv, gibt es dafür heute 3,5 Punkte für das Weinstephaner Helle in der 0,33-Euro-Flasche. Und wie gesagt, da bin ich schockverliebt, wenn ich solche Flaschen sehe. Dann soll es das von heute aus gewesen sein. Ich bin raus, wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.